Dieser Spruch stammt aus der Bierbrauerei. Früher brauten die Hausfrauen das Bier noch zu Hause. Hopfen und Malz waren die beiden wichtigsten Zutaten dafür. Ging beim Brauen etwas schief, dann waren die Zutaten dahin. Hopfen und Malz waren verloren und es ließ sich daraus trotz aller Mühe kein gutes Bier mehr brauen. Bei jemandem ist Hopfen und Malz verloren, bedeutet, dass die Mühe vergebens ist und dass keine Besserung der Lage zu erwarten ist. Diese Redewendung stammt aus dem 17. Jahrhundert. Damals war Senf sehr wertvoll und war bei einem Essen Senf dabei, galt es als ein besonderes Essen. Deshalb gaben manche Wirte zu jedem Essen ein ganz wenig Senf dazu, um es so den Gästen gegenüber attraktiver und kostbarer zu präsentieren. Nur passe der Senf gar nicht zu jedem Essen. Und so wie dann der Senf immer ungefragt zum Essen serviert wurde, verhält es sich mit Menschen, die ihre Meinung kundtun, obwohl diese gar keiner hören möchte. Daher gibt er seinen Senf dazu. Dieser Spruch bedeutet also auch nichts anderes, als ungefragt seine Meinung zu äußern und sich in Gespräche einzumischen, die einen gar nichts angehen. Dieses Sprichwort stammt aus dem Alten Testament und bedeutet, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Heißt also, wer anderen Schaden zufügen will, erleidet den Schaden meistens selber.